Sir, der Brückenkopf wird errichtet und gesichert. Sehr gut. Dann werden wir nun unsere Streitkräfte aus dem Weltraum auf den Planeten verlegen. Ich lasse alle ausströmen, damit wir mehr Gebiet unter Kontrolle bekommen. Außerdem brauchen wir eine Ablenkung. Ablenkung? Wofür? Für einen Angriff auf den Bunker, in dem sich Chrisma angeblich aufhält. Was? Das ist Wahnsinn, den Bunker direkt anzugreifen. Die Protoss werden uns das Sondermüll verarbeiten. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Ich schlage vor, dass wir zunächst mit der Sicherung des westlichen Sektors beginnen. Hören Sie mir zu, Romotov. Ich weiß, dass Sie ein starker und unschlagbarer Krieger sind. Ich weiß, dass Sie äußerst klug sind. Aber ich habe hier das Sagen. Ich möchte nicht, dass Sie meine Befehle noch einmal in Frage stellen. Erst recht nicht, wenn ein weiterer Offizier zugegen ist, der sogar einen höheren Posten bekleidet als Sie. Habe ich mich da klar ausgedrückt? Entschuldigen Sie, Sir, aber wir haben nicht genug Truppen für den Angriff. Das ist meine letzte Warnung. Wir haben genug Truppen. Unterschätzen Sie den Commander nicht. Er ist ein äußerst fähiger Mann und von Atta selbst eingeteilt worden. Und nun hören Sie mir zu. Sie werden sich bis zum Bunker durchkämpfen und diesen danach infiltrieren. Darin sind Sie doch Spezialist, nicht wahr, Romotov? Ja, Sir. Ich brauche aber noch 5 zusätzliche Marines. Ich kenne den Bunker wie meine Westentasche und ich kann die Abwehranlagen nicht alleine ausschalten. Gut. Commander, bringen Sie Romotov und 5 Marines zum Bunker. Das sind Ihre Einsatzbefehle. Storm, Ende. Na, das kann ja heiter werden. Ich bin bereit. Romotov, Ende. Ja, da scheint es wohl ein bisschen zu kriseln zwischen den beiden. Ich begrüße euch dann hiermit zu einer neuen Aufnahmesession von StarCraft Outworld, der PC Games Kampagne. Und wir sind immer noch bei den Terranern der letzten Kampagne diesmal. So, bringen Sie Romotov und 5 Marines zum Eingang der Station. Starten wir mal. So. Dann, wir haben sogar Mineralien. Ja. Und Vespingas. Genau. Was soll's sein? Das heißt, wir werden wahrscheinlich nachher noch eine Basis aufbauen. Sollen wir einheißen? Was soll's sein? Neu Problemo. Oh, Protoss. Ziel identifizieren. Plus, die können sich noch gar nicht in den Lagerungsmodus bringen. Naja, ich weiß, dass die angegriffen werden, das passt schon. So, alles mal platt machen hier. Neue Probleme! Nehmen wir mal noch schnell die Basis hier auseinander. Ist mir ein Vergnügen, Sir! Na hopp, komm schon. Relativ kleine Basis, ich denke, da sollen wir jetzt unsere aufbauen. Weiter geht's! Wird ausgeführt! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Ich schalte jetzt hier erstmal die Pylonen aus, sonst nehme ich auch die Rohrpylonen hier machtlos. Können wir nämlich jetzt hier in aller Ruhe das Lager zerlegen. Absolut! So, da muss er noch einen Piloten, den hier erstmal ausschalten. Derzeit nehme ich mir gerade noch ein Schluck Wasser, irgendwie ist mein Mund total trocken jetzt. Ich glaube, die Aufnahmesession hier werde ich wieder viel trinken müssen. Ich habe allerdings auch gerade noch ein paar Stunden lang Battlefield gespielt. Weiter geht's. Das war dann auch meinem Wasserhaushalt nicht so förderlich. Beziehungsweise hat dann auch für einen sehr trockenen Mund gesorgt. Gut, die Basis wäre platt. Das war's aber scheinbar noch nicht. Ah ne, noch nicht ganz. Befehle, Sir! Wahrscheinlich kriegen wir dann jetzt WBFs. Ab!
Absolut. Nö, kriegen wir nicht. Weiter geht's. Müssen wir noch weiter? Wird ausgeführt. Dann müssen wir uns mit den Truppen hier durchschlagen, oder wie? Das wäre schon ein bisschen heftig. Genau. Systeme funktionsfähig. Da haben wir noch ein paar. Ach, da haben wir sogar einen WBF. Ganz unten in der Ecke. Ach, es kann sein, dass es vielleicht jetzt dahin gespawnt ist oder so. Oder war das schon von Anfang an dabei? Befehle erhalten. Aber gut, dann bauen wir hier erstmal unsere Basis auf. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Na dann beschleunigen wir das Ganze auch nochmal ein wenig. So. Direkt eine Raffinerie da dran. Ja, Sir! Absolut! Ihr könnt dann eigentlich schon mal ein bisschen los und euch hier umschauen. Volle Kanne. Alles fertig. Genau. Ich glaube, können wir hier schon mal so einen ersten Verteidigungsring hinsetzen, dass da niemand mehr durchkommt. Und dann gucken wir nochmal, was. Obwohl, warte mal, ihr bleibt da oben. Ziel identifiziert! Ihr kommt mal gerade mit hier runter. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Jetzt haben wir da auch fast nur Bodeneinheiten hingesetzt. Hier ist noch ein Aufgang. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Den kann man aber leicht verteidigen. Gut. Benötige weitere Depots. Ja, von da kommen sie auch, sehe ich gerade. Sofort, Sir. Ach, komm, hier haben wir ja noch zwei. So. Dann setzen wir erstmal mal die Depots hin. Dass dann hier mal Ruhe ist und wir ein bisschen mehr WBFs produzieren können. Oh, da ist ein Beobachter. Na komm, so. Hier noch eins. Alles fertig. Gebilde erhalten. Gut, dann ist hier schon mal etwas Nachschub. Du kannst mal hier hochgehen. Und hier oben nämlich mal. Ach nee, können wir noch gar nicht. Was brauchen wir da für eine Kaserne? Gut, dann bauen wir erstmal eine Kaserne hier hin. Ihr fangt an. Nee, warte mal, ihr 5 geht hier in die Raffinerie. Und die nächsten 5 gehen dann Mineralien abbauen. WBF-Abflugbereit, Sir. So. Alles fertig. Melde mich zum Dienst. Gut, dann können wir jetzt auch hier mal die Bunker hinsetzen. Einen hier hin. So, haben wir dann gerade noch 2 WBFs zum Bauen. Ja, Sir. So. Befehle, Captain. Alles du kannst fertig. Da dich nämlich hier schon mal etwas verbauisieren. Alles fertig. Da noch ein. Oh, da haben wir schon die erste Basis. Was heißt die erste? Die nächste Basis. Eine haben wir schon erledigt. So, du ziehst dich mal gerade wieder zurück, Romatov. Dann setzen wir da noch 2 Raketentürme hinter. Einmal. Zweimal. Und damit wäre dann hier schon mal die erste Sicherung abgestellt. So. Einmal, zweimal. Warte auf Befehle. Los geht's. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Jetzt geht's rund. Los geht's. Worauf soll ich balancen? So, damit wird der Bunker schon mal besetzt. Dann brauchen wir nochmal. Commander? Commander? Benötige weitere Befehle. Warte auf Befehle.
Ja, machen wir gleich. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Machen wir hier mit unserem Baufahrzeug. Dann bauen wir noch ein paar Depots hier hin. Ah, die Depots werden wir noch eine Menge brauchen. Basis wird alles fertig. Deswegen setze ich hier schon mal ein bisschen was hin. Commander. Alles fertig. Oh, soll ich Balance? Hab's vernommen, Sir. Lader. Ich glaube, das werden wir dann gleich mal mit den schweren Kreuzern wegprügeln. Gut, die beiden werden voll besetzt. Dann brauchen wir jetzt noch einmal hier drei Space Marines für den. So. Da rein. Oh, die haben aber ganz schön gut hier sich verteidigt. Beziehungsweise sind ganz gut ausgerüstet. So, wo haben wir denn jetzt hier unser Baufahrzeug? Du kannst dann hier gerade zu Sicherheit nochmal einen Bunker hinbauen. Da reicht, glaube ich, einer. Zielgebiet! Gut, und da haben wir jetzt hier noch unsere anderen beiden. Basis wird angegeben. Ihr baut dann mal hier ein bisschen weiter. Upgrade, Forschung abgeschlossen. Upgrade, Upgrade, fertig. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Dann können wir schon eine Satzstation dran setzen. Zusatz fertig. Ja, Sir? Zusatz fertig. So, Belagerungsmodus. Ziel identifizieren!